Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. So, was? Ich habe jetzt 4 Punkte. Schmeicheln. Tun wir mal auf Maximum. Erweiterte Einigkeit. Oh. Aha. Ja, ich mache mal da weiter. So. Dann hätten wir die Liara. Ich habe nicht ausgeschaltet, dass das automatisch ist. Bei der Liara hätte ich gerne. Ah, okay. Schauen wir uns das den Garus an. Beim Garus hätte ich gerne, dass er hier das Präzisionsgewehr freischaltet. Und dass er das hier auf Max macht. Jetzt können wir ihm dann das Präzisionsgewehr auch noch ein bisschen hochleveln. Ach nee, den sollten wir auf Dechiffrierung. Das brauchen wir für die meisterhafte Sabotage. Okay. Also 3 Punkte braucht er noch, dann können wir alles mit ihm öffnen. So, mich habe ich die Liara. Die Liara ist ja Biotik. Also Wissenschaftlerin. Skorheilung wäre natürlich nicht das Schlechteste. Den Warp hat sich schon recht weit. Meister, das Werfen. Eben, sie hebt gerne, das habe ich schon gesehen. Aber ich würde sagen, ich gebe jetzt einfach mal 2 Punkte darauf. Passt. So, wir sollen den Reaktor da wieder aufdrehen und die Landleitungen wieder anschließen. Angeblich sollen aber die. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren ab. Sie begeben sich jetzt zum Dach. Ah, gut, aber. Warnmeldung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Ja. Passagierzüge sind außer Betrieb. Ja. Das wissen wir schon. Mal. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Yara, du hast doch Heilung. Oder? Nase. Nee, sie verbessert nur meine Heilung. Okay. Gut. Nein. Habe ich noch 20? Habe ich. Okay, gut. Euch geht's wieder gut. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Was sind die Landleitungen und warum wurden Nein, sie unterbrochen? das wissen wir schon. Wie kann ich die Landleitungen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wieder. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab.
Alter, das heißt, wir müssten noch höher, aber das ist gar nicht. Ah. War das hier jetzt alles? Wir könnten sie jetzt fahren. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Aber es kommt nichts mehr mit den Landleitungen, das ist gut. So, Spektretraining. Yep. Und danach hätte ich gerne... die Basispanzerung, ja. So, du hast auch 2 Punkte. Du bekommst jetzt auch Erste Hilfe. Dankeschön. Du bekommst dann 2 Punkte auf... Wo ist es? Dechiffrierung. 1, 2. Sehr gut. Verbindung. Können Sie nochmal fragen? Daten werden geladen. Warnmeldung. Verbindung zum Sicherheitslabor konnte nicht hergestellt werden. Okay. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Das heißt, hier können wir wieder runtergehen. Und dann schauen wir uns die anderen Lifts an. Die vier sind auf jeden Fall ganz schön hartnäckig. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Okay. So, der Lift geht nicht, also nehmen wir den da. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Das ist gut. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Deswegen sind wir ja da. Manueller Neustart erforderlich. Mhm. So. Nee, ich. Das ist die Avenger. Ich glaube, die war das, oder? Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart. Da kommst du näher. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich.
immer noch blockiert und mindestens einer ist noch da. Irgendwo. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Eindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Noch mehr entdeckt. Da drüben ist noch irgendwo was. Wo sieht's hier was? Die HE3 Kraftstoffleitung ist durchtrennt. Hauptreaktor wurde gemäß Notfall-Einsatzprozedur abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben die Reparaturen beendet. Okay. Ach, das war ein Rundkurs. Okay. Das war vorher schon nichts gut. Dann schaue ich jetzt nur noch kurz oben, wo wir den gerade umgebracht haben. Gab es nicht noch eine Türe? Danke. Garus will wieder nicht reden, sie will auch nicht reden. Okay. Danke. Dann glaube ich, haben wir hier alles. Online. Verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Das weiß Tut ich doch leid, schon. Aber ich brauche spezifischere Eingaben. Ah. Wie ist der Status der Riftstation? Die Riftstation wurde von der Besatzung geschlossen. Zurzeit gibt es keine Gefahrenstoffe in der Einrichtung. Dann ist das Personal noch am Leben? Ja. Aber das Personal umfasst weniger als die offiziell vorgesehene Anzahl. Aha. Warum wurde die Riftstation geschlossen? Die Sicherheitsvorschriften sehen vor, dass Einrichtungen im Falle von Fremdkörperausbreitungen geschlossen werden müssen. Außerdem scheinen sich einige Angestellte in medizinischer Quarantäne zu befinden. Komme ich dort trotz der Schließung rein? Mit dem Personenzug gelangen sie bis zur Einrichtung. Ob sie dann hineinkommen, liegt im Ermessen der Sicherheitskräfte. Ich brauche einen Statusreport über die Hochsicherheitslabore. Es tut mir leid. Die Netzwerkverbindungen zu den Laboren sind abgebrochen. Mhm. Der Datenbestand ist limitiert. Gibt es noch mehr Informationen? Leider nicht.
Mein letzter Log-Eintrag datiert kurz nach Ausrufen der Stufe 2 Sicherheitswarnung. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Danke. Das heißt, jetzt müsste der dritte Lift auch gehen. Ja. Wo ist unsere dritte Bunde? Jahre irgendwo gesehen. Ich bin mir sicher, jetzt steht sie wieder bei uns. Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub. Mhm. Warnmeldung. Freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer. Ja. Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen. Eigentlich wollte ich nur Wache wechseln. Das ist, glaube ich, die falsche. Nee, das ist die. Nehmen wir die. Sie sind eingeschlossen. Alles nehmen. Ebenfalls alles nehmen. Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle. Sie sind wahnsinnig geworden. Wir können nicht weg. Sie kommen jetzt die Tunnel hoch. Es tut uns leid, es hat keiner geschafft, den Selbstzerstörungsmechanismus zu aktivieren. Rettet euch! Er hat sich selbst getötet, weil er Teil dessen war, was hier geschehen ist? Er hatte wohl keine Hoffnung mehr zu überleben. Er glaubte, dass es leichter wäre, sich zu töten. Online. Verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Das ist alles, was ich jetzt... Natürlich, Commander. Das bringt uns nichts. Elektronikfertigkeit zu gering. Haben wir ein Level? Nein. So, Elektronik. Mist. Dann hätte man die wegmachen können, quasi. Mittelschwere Dechiffrierung. Will ich das wirklich? Eigentlich nicht. Dann war es die hier. Gut, dann wechseln wir auf die hier.
Ah, die Farben ändern sich scheinbar durch das Modpack, das ich drauf habe. Finde ich aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht schlimm, finde ich eher angenehm. Central Station. Richtung Riftstation. Okay. Oh. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. Mhm. Kann ich jetzt eigentlich mal mit euch quatschen? Nö, die wollen nicht mit mir reden. Na gut. Nächster Versuch für normal. Ne, ist immer noch da. So. Und hier kommen wir. Hier sind zwei Lifter. Hier ist ein Sicherheitslabor. Gehen wir mal in die Richtung. Nur Notausgang. Gut, wir können eh nur den grünen Türen folgen. Dann würde ich sagen, gehen wir das mal weg und schauen wir, wo wir hinkommen. Wegtreten. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Aha. Wie mir scheint, sind Sie den Dingern schon begegnet. Begegnet, bekämpft und zugesehen, wie Sie Männer zerfetzt haben. Wir sind hier alle auf Stims. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han-O-Lar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Wir haben sowas noch nie gesehen. Was wissen Sie darüber? Ich bin kein Xenobiologe. Sie sind schnell, bösartig und es gibt einen ganzen Haufen von ihnen. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Ich werde nicht zulassen, dass auch nur einer ihrer Leute stirbt. Ich kann sowieso nur die Stellung hier halten und die Zivilisten schützen. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor. Ah. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Genau. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Schmeicheln mein. Mich hat einfach Ihr Vorgehen beeindruckt. Eine Woche lang Angriffen standzuhalten, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Nur die Besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen. Aha. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras.
Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Okay. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist das auch nicht mein Problem. Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. Olar. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Okay. Sind Sie sich sicher, dass die Matriarchin noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors. Es wurde in einem Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil. Wenn etwas schief läuft, heizen sie es einfach auf und versenken es im Eis. Normalerweise gelangt die Crew mit einer Bahn von der Central Station zum Labor. Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert. Hören Sie mal. Ich werde meine Leute nicht dort runterschicken. Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Hat doch auch keiner gesagt. Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Mhm. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle mal ausschwärmen! Los, los, los! Okay. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Aha. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Ich tue, was ich kann. Genau. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Ja, offensichtlich haben sie nicht ganz so viel Intelligenz. Ist doch gut so. Da froh drüber. Sonst würden wir nicht überrennen und fertig machen. Das ist sein Büro. Sie hängt schon wieder da hinten, die Liara. Woher kamen die? Waren die im Labor? Ich war noch nie im Hochsicherheitsbereich. Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Doch. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich wurde geschickt, um eine Asari-Matriarchin zu finden. Überrascht. Ich sage, dass kürzlich eine hier war. Verstohlen. Gerüchte besagen, sie sei zum Sicherheitslabor gegangen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Hast du eine... Nee, hast du nicht. Okay. Was hast denn du? Du hättest hier eine schwere Panzerung für den Menschen. Mittelschwer und leicht. Oh.
Aha. Du hättest hier ein Präzisionsgewehr mit 30 Präzision. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Du hättest hier eine Pistole. Ja, okay. Die schaut gar nicht so uninteressant aus. Du hättest einen Bioverstärker. Sturmgewehre. Da ist das von Garus ganz okay. Universalwerkzeug. Mhm. Medigel Upgrade. Gut, das können wir auf jeden Fall kaufen. Ansonsten. Das sind die Sachen, die wir zurückkaufen könnten. Ansonsten war es das erste Mal. Dankeschön. Was? Nein! Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht sagen. Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben. Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür. Ich suche eine Asari. Asari? Tja, da gibt es Dr. Ialis. Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benesia. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist. Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Und was? Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Okay. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Natürlich. Da ist das Geschäft. Aber wir sind doch auf der Krankenstation. Was? Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Auf was? Das wird mir ein bisschen zu technisch. Ich bin sehr gut darin, vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren. Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Kennen Sie Matriarchin Benesia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Matriarchin weiß. Und warum sollte ich das? Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aureis. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit Sie endlich verschwinden? Ja, gut, dann ich verschwinde. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Wobei, warte mal, die hat doch... Was? Nee. Gehören Moment. Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aureis. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Störe ich? Ich habe gerade meditiert.
Ich schätze, für eine rüpelhafte Spezies wie die Ihre sieht das wie Unaufmerksamkeit aus. Ich verschwinde. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Man sollte sie zum Verrecken hier lassen. Ist sowieso alles ihre Schuld. Du bist ja nett. Vielleicht haben sie ja Insektenspray. Oh Mann. Nee, die wollen definitiv nicht mit mir quatschen. Da drüben wären noch die Wachunterkünfte gewesen. Wissenschaftlerunterkünfte. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Und wer sind Sie? Ich bin Olar. Han Olar. Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Über die Rachni? Rachni? Das ist doch lächerlich. Sie stecken da mit drin. Was können Sie mir erzählen? Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Halt die Klappe! Himmel, willst du, dass wir alle umgebracht werden? Ich habe keine Kontrolle darüber, wer hier lebt oder stirbt. Du etwa? Wenn du durchknallst, dann bitte leise. Durchknallen? Ich bin völlig normal. Mhm. So normal wie noch nie. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Ich habe gehört, dass Sie im Sicherheitslabor waren. Wie konnten Sie lebendig da rauskommen? Ich habe sie umgebracht. Wen? Dr. Sun Mua. Wir waren auf dem Weg zum Mittagessen, als der Alarm losging. Ich lief zur Bahn und schloss die Türen. Sie hämmerte einmal an das Fenster. Dann filetierten sie sie in kleine Stücke. Ihr Kopf zerplatzte wie eine reife Melone. Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe sie umgebracht. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Ich sorge dafür, dass Ihr Überleben einen Sinn ergibt. Glauben Sie, ich will Absolution? Es gibt keine. Könnte Matriarchin Benesia im Sicherheitslabor überlebt haben? Es ist möglich. Die Proben reagierten empfindlich auf Biotik. Okay. Ich gehe dann jetzt. Ja. Und ich würde sagen, wir machen dann hier eine Pause. Immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Wenn Sie nicht lachen, müssen Sie... ja, man muss einfach. Meine Albträume sahen früher genauso aus. Zu viel billiger Horror-Trash vor dem Licht ausmachen. Mhm. Danke fürs Medigel. Wir könnten... Naja, eigentlich würde ich ja gern hierher, aber... Da kommen wir nicht hin. Oder? Da kommen wir nicht hin. Also nehmen wir das da drüben, aber wie gesagt... Beim nächsten Mal. Ich sage mal Tschüss, Ciao und Baba. Bis dahin.